hier so was mal zu machen, ja. So. Dann, ja, haben wir ja. Nö. Hier können wir auch bleiben. Vorerst. Hier haben wir einen hübschen Wind. Eine hübsche Windstärke. Gib mir mal nochmal her, den Shark. Der wiegt 16 Kilo. Aber auch nicht so anfällig, als wie gedacht hätte jetzt, ja. Obwohl, wenn du wieder rummalst am Stick oder so, dann kann das schnell mal passieren, dass er dir wieder komplett in die Hose geht. Armer Speed testen, genau. Opa, musst echt aufpassen, dass du mit der Nase nicht so tief reinbohrst. Und ich flieg gegen den Wind, sehe ich gerade. Ich werde mal mit dem Wind probieren. Bisschen drehen. Und jetzt kommt er, jetzt kriegt er Speed. 90, 100, 110, 120. 190. Mit Rückenwind. 210. Mal abbremsen, da Dingens. Zurückkommen. Das ist ja ein riesen Rabauke, sag ich mal. Kannst du ja schon locker flockig, ja, hinter so ein gröberes Motorrad, so eine, was weiß ich, so eine GSX-R oder sowas hinterherflattern. Da macht er den Talk. Oh. Noch tiefer als ich dachte. Ja, da ist manchmal ein bisschen komisch, weil du kannst auch einstellen, und das habe ich auch getan vorher. Gestern sogar noch. Als ich das erste Mal gezockt hatte. Oh. Dass die Kamera immer ein bisschen hinterher zoomt dann. Je weiter du dich entfernst mit deinem Fluggerät. Das ist dann schon komisch, wenn du dichter rankommst oder so, dann merkst du halt gar nicht, wie dicht du gerade bist oder sowas. Merkwürdig, merkwürdig. So, nehmen wir uns mal einen Jet. Nehmen wir uns mal den hier. Der so aussieht, ja, wie eine Red Bull-Version. Also, oh. Lass mal drehen ein bisschen. Kann man dich da ran, wenn ich hier schon mal mit der Maus drauf bin, auf dem Bier? Das ist ja nicht verkehrt. Ich bin noch nie geflogen, so ein Jetmobil hier in dem Ding. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, was für Geschwindigkeiten wir damit erzielen können jetzt. Was ist ja mit Mietern hier? Schmoten? Na, das müsste doch ausreichen, da locker, wirklich. So eine Turbine an so einem kleinen Teil, oder? Das muss ja ordentlich Schub geben. Ich werde es probieren. Fahrrad müssen wir auch wieder extra drauf achten. Dann haben wir hier die Klappen, die Radbremse und Rauch haben wir auch dran. Das ist ja prima. Nehmen wir mal. Wiesgenschmott. Oh, und der Wind immer noch so stark. Direkt von vorn. Natürlich, weil wir viel zu schnell sind. Und trotz Wind von vorne 2,50. Das ist ja nicht schlecht. Erzähl ich mal diesen Schmocken mit Wind nach hinten. Ich glaube, da kriegst du gar nicht hin. Der kommt immer von vorn bei solchen Geschwindigkeiten.
So, natürlich wollen wir nicht so steigen, so viel. Ich werde mal versuchen, sich hier wie gerade zu halten. Aber hier die 300 noch kriegen, da muss ich wohl runter. Da haben wir sie. 303, 305. Nicht schlecht, ey. Auch kann ich natürlich auch noch anschmeißen, ist ja Chlor. So, dann kann ich ja hier mal genüsslich einen wegflattern, weil der Teil, das fliegt sie auch nicht schlecht, finde ich. Wie Propellermaschinen halt. Muss nur gucken, wo die Erde ist. Da ist die Erde, okay. Alter, sieht das brutal aus. Das ist ja nicht verkehrt. Also mal eine engere Kurve und dann direkt. Boah, Glück gehabt. Auf uns zu, wollte ich sagen. Das ist ja nicht... Boah, scheiße. 10.000 auf den Sand gesetzt. Ratsching, minus 10.000. Aber die Turbine, die war noch dran. Mann. Gut, ich werde mal Wind wieder ein bisschen weniger ruppig machen, weniger ruppig einstellen. Aber mittlere Geschwindigkeit 0? Ne, ein bisschen kann durch. Wehen 2 Meter pro Sekunde ist doch okay. Und, oh, den wollte ich eigentlich nicht verschieben, obwohl das ist auch egal, woher der bläst. Windvariation 30, nee, da lassen wir mal so. Turbulenz 20 und Thermik, ja, 60%. Windfeld in Simulation anzeigen. Ach so, du kannst das hier auch anzeigen lassen, ist ja genial. Das ist natürlich dann hilfreich, recht nützlich für solche Segelflieger. Okay, da wusste ich auch noch nicht. So, Vollspeed. Rein mit den Rädchen. Dann drehen wir hier ruhig noch eine Runde. Mit Top Gun. Hä, wo bin ich denn? Oh, ich sehe da unten mein Modell ja nicht mehr durch. Ich dachte eben die ganze Zeit, ich konnte da durchgucken. Also, das ist ganz komisch, wenn du nicht weißt, wo oben und unten ist oder so. Oh Mann, ey. Oh, das war zu tief. Ich dachte, ich komme noch da drüber hinweg oder bin noch gar nicht so weit, dass ich da hinten an den Bäumen rankomme. Aber ja. Rauch an. Gucken, wie wenig wir auf die Turbine gehen können und ihn trotzdem noch halten können. Jetzt bremst er. Immer noch gut genug. Aber schon schwierig, da musst du die Nase schon ganz schön deutlich nach oben ziehen, um irgendwie gerade zu flattern, ja. Das wohl. Gucken, ob ich das hier fährt, jetzt hier vernünftig zum Landen kriege. Wieder Rädchen raus, ein bisschen mehr Schub. Du schöne Ding. Nee, den haben wir da hinten zum Landen gebracht. Dann komm mal wieder hoch. Junge. Ah, wir haben Klappen. Ein Rad verloren.
auch wieder zu heftig. Ja, die Platten wahrscheinlich doch nicht ausfahren. Ich mach das immer wieder, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht sind die auch gar nicht zum Landen da. Nee, ich denke mal schon, dass sie zum Abbremsen liegen. Ein Ründchen bleibt noch. Natürlich Rauch wieder an. Die Hinterräder abgerissen. Gut, so viel dazu. Oh. Oh ja, lass uns mal so eine Propellermaschine wieder nehmen. P40i. Her damit. Her damit. Noch mal was trinken kurz. Oh. So, na dann Abmarsch, Abflug, meine ich. Oh, der will aber gleich nach oben, naja. Also ohne durstig. Schön modelliert die hier aus sind, ey. Die Fluggeräte. Man kann es noch etwas höher schrauben von der Grafik her, muss ich dazu sagen. Warum ich das nicht gemacht habe, das weiß ich gar nicht. Boah, wenn du aber den Boden auch nicht siehst, dann ist das ein ganz komisches Fliegen. Wenn der mit Mal dann auftaucht oder so. Also immer schön tief bleiben. Versuche ich doch jetzt mal. Bisschen weniger, ein bisschen runter mit der Drehzahl und dann drehen wir mal hier wieder um und dann werden wir ein dicke Fieber hier gekonnt elegant tief rüber flattern lassen. Nur nicht zu tief, weil da stehen irgendwo noch ein paar Billions rum. Aber cool, aber cool. Ein bisschen weniger können wir mit Stoff nehmen. Ein bisschen smoother um die Ecken. Nicht so hastig. Ja, hat sie schön gegrüßt, Junge. Oh, Mann, Mann, Mann. Der fliegt sie oh, extrem gut. Ja, man kann natürlich noch, also ich habe auf hoch gestellt. Man kann einige auch noch auf Ultra stellen und ich glaube Kantenglättung geht auch noch höher. Aber ja, weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich dachte mir, wenn Fraps im Hintergrund läuft, das saugt dann noch mal ein bisschen was an eine Frames hier unten rechts. Aber ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Ich habe auch ohne Fraps im Hintergrund stets 120 Bilder. Ich denke mal mehr. Wird dir dann im Game auch nicht angezeigt. Zeigt. So, Rädchen raus und dann mal hier jetzt aber endlich mal versuchen, hier eine vernünftige, eine halbwegs vernünftige Landung hinzubekommen. Wir sind nur 300 Meter etwa entfernt. Jetzt sehe ich auch da unten Schatten bei so einem dicken Viech. Das ist ganz schön hilfreich. Und immer noch so viel Wind. Ja,
gut, vielleicht. Nee, ich glaube, wir hatten vorher gar keinen Wind eingestellt gehabt am Anfang. Oh, das war auch nicht so weich. Aber elegant rumgerissen, ohne den Flügel aufzusetzen, ja, auf nur zwei Rädchen auf den kleinen hinten und auf, ja, welches ist das? Das linke Rad vorne. Das ist ja nicht verkehrt. Da kommt er an, ihr Scheiße. Die übelste Schnute. Naja. Oh, nicht verkehrt, nicht verkehrt. Diese Taste 8 haben wir hier, Cockpit. Ich glaube, ja. Das weiß ich doch, dass das oben aufgeht, weil den Flieger, den bin ich natürlich schon mal geflogen. Jetzt sieht man erst, wie cool die gemodelt sind. Schatten ist... Ich glaube, Schatten ist das Einzige, was ich auf Mitte habe. Also dann hoch. Stimmt, stimmt, stimmt. Weil ich da drinnen gerade im Cockpit den Schattenwurf sehe. Gut, dann nehme ich mir noch mal am besten so ein Kunstflugzeug. Ich weiß gar nicht, ob man die Kunstflugzeuge nennt. Ja, man, 10 Kilo viel, 1 zu 4. Oh ja, lass mich mal den nochmal fladern. Wackelt übelst. Das ist ein Modell aus der Schweiz, oder wie? Der kann die Füßchen nicht einziehen, nee. Die sind fest dran. Die Rädchen da unten. Jo, das hat damals, als du Kind warst, immer richtig Bock schon gemacht, da irgendwie einen Lenkdrachen steigen zu lassen, zu fliegen. Seitdem warst du ja auch nicht mehr irgendwie draußen, außer eben, wie gesagt, mit so einem kleinen Taschenhubschrauber, sag ich mal, ja. Hast du mal probiert, draußen was zu reißen mit, aber war halt auch windanfällig wie Sau gewesen, das kleine Ding. Damals dann eben im Dorf mit den ganzen Lümbatzen. Da hat es halt deinen eigenen Drachen und deine Kumpels, die haben halt auch dann zugesehen gehabt, dass sie irgendwoher einen Drachen ranbekommen, egal welchen. Oder welche Bauart an Drachen, sage ich mal. Gibt ja Lenkdrachen, gibt ganz normale Drachen, die so eine Karo-Form haben, so eine klassische Form. Und wir haben auch welche selbst gebastelt damals, immer mal wieder mal. Aus ein paar Stäbchen, ein bisschen Leim und so ein bisschen, ja, was ist das, Krepppapier oder so. Ist auch geflattert, manche sogar wunderbar. Die haben schon eine gewisse Zeit lang gehalten, ja. Aber auch an Lenkdrachen, die doppelte Strippenlänge, die dreifache Strippenlänge dann rangehalten. Da hast du manchmal richtig dran gezottelt, dass du nicht hinterher fliegst. Und so geflattert, da wurde er halt auch kaum gesehen, hast noch den Drachen, das war schon nicht verkehrt, ey. Und wie oft ist die Strippe gerissen und du hast den Drachen nicht mehr wiedergefunden. Gut, meistens hat man den dann halt wiedergefunden, wenn er dann irgendwann eh runterkommt oder so. Aber so eine extrem lange Strippe, da kannst du vergessen. Ich glaube, da findest du den dann nicht wieder. Gerade wenn du irgendwo in der Waldgegend oder sowas startest.